Manches ist und bleibt anders bei den tschechischen Nachbarn. Etwa die Landwirtschaft. Nicht Bauernhöfe, sondern privatisierte Agrarbetriebe prägen die Landschaft. Und die haben ganz andere Dimensionen als bei uns. 2000 Rinder werden hier in Kunčák gehalten. Das Futter für sie wächst auf Feldern mit einer Fläche von 2500 Hektar. Tausende Tonnen Gras und Mais-Silage fallen an. Darin schlummert Energie, die bis vor wenigen Jahren ungenutzt war. Doch das ist jetzt anders. Die Reste der Produktion werden in einer Biogasanlage zu Strom und Wärme umgewandelt. Bioenergie in einem Nachbarland, dessen Energiepolitik, Stichwort Atomstrom, von außen oft sehr kritisch betrachtet wird. Technisch funktioniert die Biogasanlage relativ einfach. In einem hermetisch abgeriegelten Behälter fermentiert die Silage mehr als 2 Monate lang. Die Technik für die grüne Energie in Tschechien kommt aus Klosterneuburg. Christian Riehl, Chef von Biogest, baut seit 2001 solche Anlagen. Und was wird jetzt gerade gefüttert? So, gerade dafkujete. So macht das immer dafkovači. Žito, Getreide. Siláž, kukuřičnou. Mais-siláže. Senáž, travní. Krás-siláže. Zbytky krmení. Futterreste. A přidává se kejda und es wird na ředění. Auch die Gülle, zur Verdünnung eingebracht. Einfach und verlässlich soll die Produktion sein. Deshalb hat man sich in Kunčák für eine solche Anlage entschieden. Wir erzeugen hier zwei Arten von Energie. Strom, er wird in diesem Betrieb gebraucht. Die Reste werden ins Netz eingespeist und damit verkauft. Die Wärmeenergie, das ist die zweite Art, verbrauchen wir auch in diesem Betrieb. Für die Trocknungsanlage, für heißes Wasser und für die Werkstätten. Die Betriebe sind sehr groß. Also wie gesagt, 2000 Rinder auf einem Standort ist schon was Besonderes, sind wir in Österreich nicht gewohnt. In Österreich war es überhaupt so, dass 4, 5 Landwirte sich zusammentun mussten für eine Biogasanlage. Und da sieht man, dass das in Tschechien zum Beispiel mit einem kleinen Anteil an den vorhandenen Ressourcen eine große Anlage errichtet werden kann. Mehr als 100 Biogasanlagen hat Biogest bereits gebaut. Hier in Kunčák reicht der Strom auch für 2000 Haushalte im Ort. Lokale Energieproduktion. Unabhängig von internationalen Entwicklungen. Damit hat das Unternehmen aus Klosterneuburg zahlreiche Kunden gewinnen können. Zuletzt in Großbritannien und davor schon in den Erweiterungsländern. Wir sind nach wie vor die Spezialisten für Zentral-Ost- und Südosteuropa. Das wird sich auch nicht ändern. Das haben wir im Unterschied zu den Deutschen, die diese Märkte anfänglich überhaupt nicht betreut haben. Das ist der große Vorteil. Man darf nicht vergessen, dass wir Österreicher die Pioniere sind. Das heißt, wir haben 2001 schon Biogasanlagen errichtet. Da wussten die Deutschen noch gar nicht, wie man Biogas schreibt. Insofern haben wir einen großen Vorteil gehabt. Dazu kommt das hervorragende Image, das Österreich in der Umwelttechnologie hat. Aber nicht nur in diesem Bereich, wie die Erfahrungen der Wirtschaftsagentur des Landes zeigen. Österreich zählt nach wie vor als ein Land, wo qualitativ hochwertige Produkte produziert werden, Mitarbeiter hervorragend ausgebildet sind und damit auch diese Produkte herstellen können. Das heißt also, der Servicegedanke, der Leistungsgedanke, die Qualität verbunden mit den historischen Wurzeln, schafft, glaube ich, für Niederösterreich, für Österreich generell, aber vor allem für Niederösterreich durch die räumliche Nähe einen Mehrwert.